Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir uns gefragt, ist Religion eigentlich sinnlos? Also in dem Sinne, dass sie keinerlei sprachliche, sinnvolle Bedeutung hat. Wir sind zum Ergebnis gekommen, nein, Religion oder religiöse Sprache ist nicht sinnlos. Sie hat eine Bedeutung, bloß welche eigentlich? Nun, das ist die Frage, die wir uns heute und auch beim nächsten Mal stellen wollen. Was bedeutet eigentlich religiöse Sprache? Um es gleich vorweg zu sagen, religiöse Sprache ist keine besondere Sprache, sondern religiöse Sprache ist ganz einfach die Sprache, die wir normalerweise auch sprechen im Alltag und in allen sonstigen Angelegenheiten, nur eben angewandt auf den Gegenstandsbereich der Religion. So, und heute wollen wir uns mögliche Antwortversuche auf diese Frage anschauen. Was ist das eigentlich? Was ist die Bedeutung von religiöser Sprache? Nun, welche Antwort man auf diese Frage gibt, das hängt davon ab, was Bedeutung nun ja bedeutet. Also machen wir kurz einen kleinen Ausflug in die Sprachphilosophie und schauen uns an, was mit dem Wort Bedeutung eigentlich gemeint ist. So, Bedeutung ist das, was durch einen Satz ausgedrückt wird. Das kann man in dieser simplen Form so schon mal sagen. Nehmen wir mal als Beispiel einen simplen Satz wie morgen wird es schneien. Dieser Satz drückt aus, ne, dass es morgen schneien wird und bedeutet dementsprechend auch, dass es morgen schneien wird. Er bedeutet also genau das Gleiche wie der englische Satz It will rain tomorrow oder der französische Satz Il va neiger demain. Was ausgedrückt wird mit diesen drei verschiedenen Sätzen, ist also immer das Gleiche, obwohl die Sprachen unterschiedlich sind. Das bedeutet für uns, es gibt eine Bedeutung, die unabhängig ist von der konkreten Sprache, die gerade gesprochen wird. Das, was diesen drei verschiedenen Sätzen gemeinsam ist, ihre gemeinsame Bedeutung, das nennen wir dann den Inhalt des Satzes. Oder wenn Sie so wollen, können wir auch etwas spezifischer sagen, den kognitiven Inhalt des Satzes. Dafür gibt es ein schönes technisches Wort in der Sprachphilosophie. Wir sprechen hier von einer Proposition. Die Proposition, das ist der kognitive Inhalt eines Satzes. So, diese Propositionen können jetzt wahr oder falsch sein. Das heißt, sie haben bestimmte Wahrheitsbedingungen, also Bedingungen, unter denen sie wahr sind. Wenn ich einen Satz verstehen möchte, dann muss ich wissen, unter welchen Bedingungen dieser Satz wahr ist. Das ist der Grundgedanke der sogenannten wahrheitskonditionalen Semantik, die ja von Wittgenstein mehr oder weniger begründet worden ist, von Donald Davidson später ausgearbeitet. Wichtig für Sie an der Stelle jetzt mitzunehmen, der Gedanke, einen Satz verstehen, die Bedeutung eines Satzes verstehen, heißt die Bedingungen kennen, unter denen er wahr ist. Also nehmen wir nochmal unseren Satz, morgen wird es schneien. Was bedeutet es, diesen Satz zu verstehen? Was muss ich wissen, wenn ich diesen Satz verstehe? Nun, ich muss wissen, dass dieser Satz wahr ist, wenn am morgigen Tag so weißes, kaltes Flockenzeug vom Himmel fällt. Wenn ich glaube, dass der Satz unter diesen Bedingungen wahr ist, dann habe ich ihn verstanden. Wenn ich jetzt hingegen glauben würde, na, der Satz ist dann wahr, wenn lauwarme Regentropfen vom Himmel rieseln, dann habe ich einfach nicht verstanden, was morgen wird es schneien bedeutet. Nun ist Bedeutung allerdings nicht nur der kognitive oder der propositionale Inhalt eines Satzes. Es gibt einerseits natürlich die Bedeutung in dem Sinne von das, was der Satz ausdrückt, aber andererseits gibt es eben auch die Bedeutung in dem Sinne von das, was ich mit dem Satz ausdrücke. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie fragen mich, wollen wir nicht mal nochmal gemeinsam eine Bergtour machen? Morgen hätte ich Zeit. Und ich antworte Ihnen, morgen wird es schneien. Dann drücke ich mit diesem Satz natürlich einerseits den kognitiven Inhalt aus, dass es morgen schneien wird, aber ich drücke eben nicht nur das aus, sondern auch meinen Unwillen oder meine Unlust, morgen bei Schnee eine Bergtour zu unternehmen. Das heißt, dieser Satz drückt mehr aus, als er an der Oberfläche bedeutet. Also, um die Frage, was bedeutet religiöse Sprache, zu verstehen, müssen wir wissen, wie ich erklären kann, was die Bedeutung religiöser Sprache ist. Das heißt, wir brauchen Regeln, nach denen man von der sprachlichen Form eines religiösen Satzes auf den Inhalt dieses Satzes schließen kann. Das heißt, wir brauchen eine Bedeutungstheorie. Nun gibt es verschiedene Bedeutungstheorien für religiöse Sprache und man kann diese Theorien ganz grob in zwei große Kategorien einteilen.
Da gibt es einmal die realistischen Bedeutungstheorien und zum anderen gibt es die antirealistischen Bedeutungstheorien. Die realistischen Theorien, die sind historisch gesehen mehr oder weniger der Normalfall oder sagen wir mal die Standardposition, die die meiste Zeit dominiert haben in der Religionsphilosophie. Antirealistische Theorien kommen erst etwas später auf im Lauf der Philosophiegeschichte, so ab dem 19. Jahrhundert etwa haben wir so ein paar Vorläufer. Aber wirklich entwickelt werden antirealistische Theorien erst im Laufe des 20. Jahrhunderts in der Auseinandersetzung mit der sprachanalytischen Philosophie. Der Realismus ist nicht nur die am weitesten verbreitete Position, zumindest historisch betrachtet, sondern es ist auch, könnte man sagen, die natürlichste oder die naheliegendste Position. Das liegt daran, dass der Realismus einfach sagt, religiöse Sprache ist nichts Besonderes. Sie bedeutet einfach das, was sie zu bedeuten scheint. Sie unterscheidet sich also hinsichtlich ihrer Bedeutungstheorie in nichts von allen möglichen anderen Bereichen der Sprache. Es gibt keine wirkliche semantische Besonderheit, keine bedeutungsmäßige Besonderheit religiöser Sprache. Das einzig Besondere ist eben der Gegenstandsbereich, um den es hier geht. Ansonsten bleibt alles gleich. Also, die Grundthese des Realismus, ganz simpel, religiöse Sprache bedeutet das, was sie zu bedeuten scheint. Das können wir ein bisschen technischer jetzt noch formulieren, indem wir sagen, der Realismus behauptet im Prinzip drei wesentliche Thesen. These Nummer eins einer realistischen Bedeutungstheorie ist, religiöse Sätze haben einen propositionalen Gehalt. Dieser Gehalt eines religiösen Satzes kann wahr oder falsch sein und der propositionale Gehalt wird bestimmt durch die Wahrheitsbedingungen des Satzes. Also, nehmen wir an, wir haben so einen religiösen Satz wie Jesus ist auferstanden. Dann würde eine realistische Theorie behaupten, dass dieser Satz wahr ist, genau dann, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist und deswegen auch bedeutet, dass Jesus gerade auferstanden ist, dass Jesus auferstanden ist. Und nicht etwa so etwas wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder sei ein guter Mensch oder so etwas. Punkt Nummer zwei. Religiöse Sätze sind wahr oder falsch nach einem realistischen Wahrheitsbegriff. Ein realistischer Wahrheitsbegriff, ja, das muss man ein bisschen differenzierter erklären. Es gibt eine ganze Reihe von Wahrheitsbegriffen und innerhalb der Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie ist das Thema Wahrheitstheorien ein ganz eigenes Problemfeld, über das sehr, sehr viel komisches Zeug geschrieben worden ist. Für einen realistischen Wahrheitsbegriff sind jetzt grundlegend zwei Punkte entscheidend. Das eine ist das Prinzip der Bivalenz. Bivalenz heißt, es gibt zwei Wahrheitswerte. Und zwar nur diese zwei Wahrheitswerte. Das heißt, für jeden Satz muss eindeutig entschieden sein, ob dieser Satz wahr oder falsch ist. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht und es gibt auch keine Lücken bei den Wahrheitswerten. Jeder Satz hat genau einen Wahrheitswert, nämlich entweder wahr oder falsch. Das klingt eigentlich ein bisschen trivial, aber in bestimmten anderen Bereichen der Sprache akzeptieren wir zum Beispiel dieses Bivalenzprinzip nicht. Etwa wenn es um Sätze über die Zukunft geht. Also nehmen Sie einen Satz wie im Jahr 2050 wird es eine Kolonie auf dem Mars geben. Die meisten Menschen würden vermutlich sagen, dass dieser Satz heute weder wahr noch falsch ist. Es ist also nicht bloß so, dass wir nicht wissen, ob der Satz wahr ist, sondern ob es diese Marskolonie geben wird, steht noch nicht fest. Das heißt, der Satz kann jetzt in diesem Moment weder wahr noch falsch sein. Heute wissen wir das nicht. Warum wissen wir es nicht? Weil die zukünftige Tatsache noch nicht real ist. Also die Zukunft ist noch nicht real für uns. Deswegen gibt es auf die Frage, wahr oder falsch, keine eindeutige Antwort in diesem Fall. Also hier würden wir das Bivalenzprinzip nicht anerkennen. Wer hingegen eine realistische Wahrheitstheorie für religiöse Sprache vertritt, würde sagen, jeder religiöse Satz muss entweder wahr oder falsch sein. Keine andere Möglichkeit existiert. Der zweite Aspekt einer realistischen Wahrheitstheorie ist das Prinzip der Evidenztranszendenz. Evidenztranszendenz bedeutet, dass die Wahrheit unabhängig ist von den Gründen, die dafür oder dagegen sprechen. Heißt also, es kann Sätze geben, die falsch sind, obwohl wir gute Gründe dafür haben. Also auch wenn wir sehr viele gute Gründe, sehr viele Belege und Beweise angesammelt haben,
muss das noch nicht bedeuten, dass ein Satz auch wahr ist. Und umgekehrt kann es Situationen geben, in denen ein Satz wahr ist, obwohl wir keinerlei Gründe oder keinerlei Argumente für die Wahrheit dieses Satzes haben. Also es könnte Wahrheiten geben, die wahr sind, obwohl wir niemals beweisen können, dass sie wahr sind. Ob wir tatsächlich oder auch nur prinzipiell in der Lage sind, einen Satz zu begründen, ist für die Wahrheit dieses Satzes vollkommen unerheblich nach dem Prinzip der Evidenztranszendenz. Der Satz beschreibt eine reale Tatsache, die entweder vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Und deswegen hat diese Tatsache nichts mit uns zu tun. Es hat also auch nichts mit uns zu tun, ob wir diese Tatsache jemals rausfinden können oder nicht. Aber an der Wahrheit des Satzes, der diese Tatsache beschreibt, ändert das einfach gar nichts. So, dann bleibt noch das dritte Prinzip der realistischen Bedeutungstheorien und das ist die Aussage, religiöse Sätze repräsentieren Sachverhalte. Nehmen wir nochmal unseren Satz von eben, Jesus ist auferstanden. Nach einer realistischen Bedeutungstheorie würde dieser Satz den Sachverhalt repräsentieren, dass diejenige Person, auf die der Name Jesus sich bezieht, unter das Prädikat fällt, das mit auferstanden bezeichnet wird. Das heißt, ein bestimmter Sachverhalt wird durch diesen sprachlichen Ausdruck repräsentiert. Ob der Sachverhalt wirklich besteht oder nicht, das ist keine Frage der Bedeutungstheorie mehr. Das hat mit der sprachlichen Situation gar nichts zu tun. Das betrifft dann einzig und allein die Realität. Das heißt, auch Atheisten sind normalerweise Realisten. Atheisten gehen ja davon aus, dass der Satz, es gibt einen Gott, einen propositionalen Gehalt hat, nämlich eben ja, die Proposition, dass es einen Gott gibt. Und dass diese Proposition definitiv entweder wahr oder falsch ist. Und dass es auch die Absicht dieses Satzes ist, einen bestimmten Sachverhalt zu repräsentieren, nämlich den, dass es einen Gott gibt. Bloß glauben Sie, dass dieser Sachverhalt nicht besteht. Also auf der rein bedeutungstheoretischen Ebene sind sich gläubige Menschen und Atheisten vollkommen einig. Die einen glauben halt eben, der Satz ist falsch, die anderen glauben, der Satz ist nicht falsch. Aber beide einigen sich darauf, dass er in einem realistischen Sinne wahr oder falsch sein sollte. So, das ist jetzt also der Realismus, die realistische Bedeutungstheorie. Was gibt es denn nun für Alternativen zum Realismus im Bereich der religiösen Sprache? Also die erste Alternative, die nennenswert ist, das ist der sogenannte Non-Kognitivismus oder auch Expressivismus, wie es manchmal genannt wird. Non-kognitivistische Theorien bestreiten, was der Realismus behauptet, nämlich sie bestreiten, dass religiöse Sprache einen propositionalen Gehalt hat. Religiöse Sätze können also demnach gar nicht wahr oder falsch sein. Sie sind nicht wahrheitsfähig, so würde man das ausdrücken. Religiöse Sprache hat stattdessen eine andere Funktion. Ihre Aufgabe ist es, nicht propositionale Inhalte auszudrücken, also zum Beispiel Gefühle oder Haltungen oder Lebenseinstellungen und so weiter. Dieser Non-Kognitivismus, der hat seine Wurzeln in der Auseinandersetzung mit dem Sinnlosigkeitsvorwurf, den wir schon kennengelernt haben, und war zeitweise, also in der Mitte des 20. Jahrhunderts etwa, eine recht populäre und viel diskutierte Position innerhalb der Religionsphilosophie. Der wichtigste Vertreter einer solchen non-kognitivistischen Theorie, das ist der britische Philosoph Richard Brathwaite gewesen, der einen berühmten Aufsatz geschrieben hat, der heißt An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief. In dem entwickelt er als einer der ersten eine solche ausgeprägt non-kognitivistische Theorie religiöser Sprache. Brathwaite steht noch ganz unter dem Eindruck dieser verifikationistischen Sinnlosigkeitskritik von Carnap und von Ayer, über die wir bereits gesprochen haben. Und er räumt auch ein, ja, religiöse Sprache kann tatsächlich nicht verifiziert werden, aber, wendet er dann eben gegen Carnap und seine Freunde ein, aber das heißt noch nicht, dass religiöse Sprache deswegen sinnlos ist. Religiöse Sprache hat ganz einfach eine andere Funktion. Ihre Funktion ist es nämlich, Handlungsintentionen oder Absichten auszudrücken. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also, sowas Ähnliches kennen wir aus der moralischen Sprache. Ich kann ja beispielsweise sagen, man darf seine Freunde nicht betrügen. Was drücke ich damit aus?
Damit drücke ich aus, unter anderem, dass ich die Absicht habe, meine Freunde nicht zu betrügen. Ich habe also eine bestimmte Haltung meinen Freunden gegenüber, eine Haltung der, sagen wir, Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit und drücke meine Absicht aus, dieser Haltung zu folgen und meine Freunde nicht zu betrügen. Ich sage aber nicht, dass ich diese Haltung habe. Ich verleihe ihr bloß Ausdruck und das ist ein wichtiger Unterschied. Man kann es vergleichen mit Applaus. Applaus drückt auch Zustimmung aus. Aber Applaus und auch Bravo rufen oder so etwas sagt nicht, dass ich zustimme. Also wenn ich irgendeiner Sache applaudiere oder wenn irgendjemand etwas sagt und ich applaudiere dem, was diese Person gesagt hat, dann sage ich nicht damit, dass ich dem zustimme, sondern ich drücke bloß meine Zustimmung aus. Anderes Beispiel, das vielleicht noch deutlicher ist. Wenn ich mir die Ärmel hochkremple, drücke ich damit meine Absicht aus, jetzt an die Arbeit zu gehen. Aber ich sage nicht, ich habe vor, jetzt an die Arbeit zu gehen. Es ist bloß ein Ausdruck meiner Absicht. Für Braithwaite funktionieren moralische Sätze und auch religiöse Sätze genauso wie Applaus und Ärmel hochkrempeln. Sie sind Ausdruck einer Intention oder einer Handlungsabsicht. Für Braithwaite ist das vor allen Dingen die Intention, eine bestimmte Form von Leben zu führen, also gerade ein moralisches Leben. Er bringt das in einem Zitat, das Sie in Ihren Unterlagen haben, ganz gut auf den Punkt. Er schreibt nämlich: Ein religiöser Glaube ist eine Intention, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, ein moralischer Glaube, zusammen mit der Vergegenwärtigung bestimmter Geschichten, die mit der Intention im Geist des Gläubigen verknüpft sind. Also, religiöse Sätze drücken meine Intention aus, eine bestimmte Form von Leben zu führen, nämlich ein moralisches Leben. Und sie sind dabei verknüpft mit irgendwelchen Geschichten, die uns so im Kopf rumspuken, wenn wir diese religiösen Sätze hören. Der genaue Inhalt dieser Sätze, Jesus ist auferstanden, Gott ist allmächtig, Gott hat die Welt geschaffen oder was weiß ich was, der genaue Inhalt dieser Sätze, der ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sie dienen eher so als Beispiel oder als Anspielung auf die gesamte Lebensweise, die von diesen einzelnen Sätzen quasi repräsentiert wird. In den Sätzen verweisen wir dann auch oft auf typische Geschichten, die mit so einer moralischen Lebensform für Braithwaite verknüpft sind. Das könnten zum Beispiel Vorbilder sein von religiösen Figuren oder Handlungsformen, die wir für besonders nachahmenswert halten. Also denken Sie da zum Beispiel mal an die Gleichnisse im Neuen Testament, also Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder so etwas. Das wäre so eine typische Geschichte, die mir im Kopf rumspukt, auf die ich anspiele, wenn ich irgendwelche religiösen Sätze äußere. Aber das alles drückt nichts anderes aus als meine Intention, mich ungefähr so zu verhalten wie dieser barmherzige Samariter in dem Gleichnis. Das ist für Braithwaite dann auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen. Also es mag natürlich sein, dass sowohl das Christentum als auch der Buddhismus eine Ethik des Mitleids predigen, aber die beiden unterscheiden sich voneinander in den Geschichten, die mit diesen ethischen Ansprüchen verknüpft sind. An die Wahrheit dieser Geschichten in einem realistischen Sinn muss man aber für Braithwaite nicht glauben. Wichtig ist einfach nur die konsequente Absicht, ein solches moralisches Leben zu führen. Ob die Geschichten, die hinter den moralischen Absichten stehen, auch wirklich wahr sind, das ist eine vollkommen unerhebliche Frage. Das ist also die Idee hinter dem Nonkognitivismus. Und wie ich eben schon gesagt habe, eine Zeit lang war der Nonkognitivismus tatsächlich eine relativ populäre Position innerhalb der Religionsphilosophie. Er ist es auch in anderen Gebieten tatsächlich immer noch. Also in der Moralphilosophie wird relativ viel noch über expressivistische Theorien diskutiert. In der Religionsphilosophie ist das passé, ist das vorbei. Warum? Ja, es gibt insgesamt drei gravierende Probleme, die sich für eine solche nonkognitivistische Theorie religiöser Sprache stellen. Das erste Problem lautet: Warum sollte religiöse Sprache eigentlich nur irgendwelche Lebenseinstellungen und Handlungsabsichten ausdrücken? Na klar, sie tut das. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich glaube an die Auferstehung und das ewige Leben, dann drückt das bestimmt eine bestimmte Form von Lebenseinstellung oder Haltung aus, nämlich Hoffnung, Optimismus und so weiter. Aber warum sollte das denn die einzige Funktion sein? Macht es nicht viel mehr Sinn zu sagen, einerseits werden hier bestimmte Haltungen ausgedrückt, aber andererseits wird darüber hinaus noch ein kognitiver Inhalt transportiert. Dann könnte man nämlich auch erklären, warum ein Satz wie "Ich glaube an die Auferstehung der Toten" Hoffnung ausdrückt, weil die Idee,
der Gedanke, der kognitive Gehalt darin, der darin ausgedrückt wird, ein positiver, optimistischer und hoffnungsvoller Gehalt ist. Das zweite große Problem, dem sich non-kognitivistische Theorien gegenübersehen, das ist die Frage, ja, welche Lebenseinstellungen und Gefühle oder Handlungsabsichten werden eigentlich ausgedrückt? Braithwaite müsste ja eigentlich annehmen, dass alle Sätze des Christentums das Gleiche bedeuten, weil sie ja die gleiche Handlungsabsicht ausdrücken. Also ob ich jetzt sage, Gott ist allmächtig oder Christus ist auferstanden oder Gott ist dreifaltig, macht eigentlich keinen Unterschied. Alles sind bloß Anspielungen auf diese christliche moralische Lebensform, auf die ich mich verpflichten möchte. Es gibt keinen inhaltlichen Unterschied zwischen diesen Sätzen, weil die Sätze keinen Inhalt haben, der sich voneinander unterscheiden könnte. Also wie könnte ich denn dann bitte einen Bedeutungsunterschied zwischen den verschiedenen Sätzen erklären, ohne auf einen kognitiven Gehalt zurückzugreifen? Also entweder muss ich die absurde Annahme machen, dass alle Sätze das Gleiche bedeuten, das will ich nicht, aber dann muss ich erklären, woher der Bedeutungsunterschied kommt. Und wie soll das gehen, wenn ich keine kognitiven Inhalte zulassen möchte? Was wir an der Stelle hier gerne hätten, das wäre irgendeine Form von Regelwerk, irgendetwas, das uns erlaubt, einen systematischen Zusammenhang herzustellen zwischen bestimmten Sätzen und den Einstellungen, die diese Sätze ausdrücken können. Und was soll das sein, wenn nicht eine Bedeutungstheorie? Also entweder mache ich einfach willkürliche Zuordnungen und sage, ja, Gott hat die Welt erschaffen, bedeutet, sei lieb zu allen anderen. Oder ich versuche eine systematische Erklärung dafür zu geben, warum dieser Satz, Gott hat die Welt geschaffen, gerade bedeuten soll, gehe pfleglich mit allen anderen Wesen in der Welt um. Und dann, naja, dann habe ich im Prinzip eine Bedeutungstheorie vorausgesetzt, weil ich dann davon ausgehe, dass dieser Satz, Gott hat die Welt geschaffen, einen kognitiven Inhalt hat, den ich mit irgendwelchen anderen Absichten und Intentionen in Verbindung bringen kann. Drittes großes Problem für den religiösen Nonkognitivismus: Wenn der Nonkognitivismus richtig ist, dann können wir gar nicht mehr rational über religiösen Glauben diskutieren, denn wenn religiöse Sätze begründet werden sollen, dann muss es etwas geben, das begründet werden kann. Es muss ja eine Aussage geben, es muss irgendetwas geben, wovon gesagt werden soll, dass es zum Beispiel wahr ist. Was nichts sagt, das kann aber auch nicht begründet werden. Also beispielsweise, wenn ich so etwas sage wie, wir sind unsterblich, weil Christus von den Toten auferstanden ist, dann meine ich damit, wenn es wahr ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dann muss es auch wahr sein, dass wir unsterblich sind. Aber für den Non-Kognitivismus gilt ja, dass ein Satz wie Christus ist auferstanden gar nicht wahr sein kann. Er kann auch nicht falsch sein, er ist ja gar nicht wahrheitsfähig, weil er keinen propositionalen Inhalt ausdrückt, der überhaupt wahr oder falsch sein könnte. Der Satz kann also gar nichts begründen und umgekehrt kann auch nichts gegen den Satz sprechen. Nichts kann gegen ihn sprechen, weil er nichts aussagt, dem man widersprechen könnte. Die Wahrheit oder die Falschheit religiöser Überzeugungen zu diskutieren, wäre also in etwa so absurd, als würde ich mich fragen, ob meine Bauchschmerzen jetzt wahr oder falsch sind. Bauchschmerzen sind einfach nicht die Art von Ding, von dem man fragen kann, ob es wahr oder falsch ist. Genauso wenig könnte man fragen, ob religiöse Sätze wahr oder falsch sind, weil sie nicht die Art von Ding sind, für die Wahrheit oder Falschheit überhaupt in Frage kommt. Das heißt aber auch, wenn weder Wahrheit noch Falschheit in Frage kommt für religiöse Sätze, macht es überhaupt keinen Sinn, über sie zu diskutieren und sich mit rationalen Argumenten darüber auszutauschen. Die andere alternative Theorie zum Realismus, die wir uns anschauen müssen, das ist der sogenannte Wittgensteinianismus. Wie der Name schon verrät, geht diese Theorie auf Ludwig Wittgenstein zurück, insbesondere auf seine spätere Sprachphilosophie, wie sie in den philosophischen Untersuchungen ausgearbeitet worden ist, insbesondere hier auf die Idee des Sprachspiels. Die Kernidee des Wittgensteinianismus ist es zu sagen, religiöse Sprache ist autonom, das heißt, religiöse Sprache folgt ihren eigenen Regeln.
Die Regeln anderer Sprachspiele können nicht einfach so auf sie übertragen zu werden. Das heißt, die Bedeutung zentraler Begriffe wie Wahrheit, Glaube und so weiter muss innerhalb der religiösen Sprache selbst geklärt werden. Wir können nicht einfach diese Begriffe aus anderen Segmenten der Sprache importieren. So, was sind denn jetzt Sprachspiele? Nun, ganz einfach gesagt, sind Sprachspiele verschiedene Weisen, die Sprache zu gebrauchen. Also sich begrüßen ist ein Sprachspiel, jemanden beschimpfen ist ein Sprachspiel, ein Versprechen geben ist ebenfalls ein Sprachspiel und so weiter und so fort. Sprache ordnet also für Wittgenstein nicht einfach den Dingen in der Welt irgendwelche Etiketten oder Schildchen zu oder so etwas. Also sie benennt nicht einfach Dinge, sondern Sprache ist komplizierter. Sprache ist eine Menge von komplexen Handlungsformen. Begrüßen, schimpfen, Versprechen geben und so weiter. Und diese Handlungsformen, die nennen wir Sprachspiele. Sprachspiele haben jetzt, so wie jedes Spiel halt eben, ihre eigenen Regeln. Wenn ich ein Sprachspiel verstehen möchte, heißt das auch, ich muss verstehen, wie die Regeln lauten, nach denen dieses Spiel gespielt wird. Nehmen Sie, um sich das verständlich zu machen, ein anderes, ein richtiges Spiel, bei dem es auch um Regeln geht. Also zum Beispiel, wenn Sie Blackjack spielen, hören Sie manchmal das Wort Karte. Also jemand sagt im Laufe dieses Spiels Karte. Und Sie wollen wissen, was bedeutet eigentlich Karte? Da hilft es Ihnen nichts, wenn Sie im Wörterbuch unter Karte nachschlagen. Da stehen zwar eine ganze Menge mögliche Bedeutungen dieses Wortes, aber Sie verstehen immer noch nicht, was das Wort Karte innerhalb dieses Spiels Blackjack bedeutet. Wenn Sie das verstehen wollen, müssen Sie erst die Regeln des Spiels lernen und Sie müssen lernen, in welchen Situationen man dieses Wort gebrauchen kann. Das heißt, ich muss mir den konkreten Sprachgebrauch ansehen. Ich muss mir anschauen, wie Leute das Wort Karte tatsächlich gebrauchen, wenn sie Blackjack spielen. Nämlich dann, wenn sie eine neue Karte vom Geber haben wollen. Ich kann also nicht einfach voraussetzen, dass die Bedeutung des Wortes Karte in diesem Sprachspiel hier dieselbe ist wie in einem anderen Sprachspiel. Also wenn Sie beispielsweise auf dem Fußballplatz sind und keine Ahnung, die Zuschauer rufen nach irgendeiner Situation Karte, Karte, dann bedeutet das Wort Karte hier etwas ganz, ganz anderes als das Wort Karte im Blackjack. Aber was es bedeutet, verstehen Sie nur, wenn Sie die Regeln des Fußballspiels gelernt haben. Ich kann also nicht einfach voraussetzen, dass die Bedeutung eines bestimmten Begriffes über die Sprachspiele hinweg immer die gleiche ist. Nur weil Sie wissen, was ein Foul im Fußball ist, wissen Sie noch lange nicht, was ein Foul im Basketball ist. Für Wittgenstein gilt das genauso für die religiöse Sprache und er legt Grundzüge dieser Idee in seinen Vorlesungen über religiösen Glauben dar. Das ist ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit hier, weil diese Vorlesungen niemals von Wittgenstein selber geschrieben worden sind. Das ist nur eine Mitschrift einer Vorlesung, die er in den 30er Jahren in Cambridge gehalten hat, die Wittgenstein selbst nie verfasst und auch nicht autorisiert hat. Trotzdem lassen sich aus diesem Text relativ gut die Grundzüge des Wittgensteinismus erschließen. Wittgenstein betont ganz besonders den Unterschied, den das Wort Glauben ausmacht zwischen der normalen Sprache und der religiösen Sprache. Wenn ich im Alltag von Glauben rede, dann drücke ich damit normalerweise Unsicherheit oder so etwas aus. Ich kann sagen, ja, ich glaube, das ist so, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich es sicher wüsste, dann würde ich nicht von Glauben reden. Dann würde ich sagen, ich weiß, dass es so ist. Ich bin mir ganz sicher. Also im Alltag heißt Glauben, sich nicht sicher sein. In der Religion ist es genau umgekehrt für Wittgenstein. Innerhalb der religiösen Sprache drückt Glauben absolute Gewissheit aus. Es ist etwas, das durch Argumente nicht erschüttert werden kann. Heißt das jetzt, dass Religion irrational wäre, wenn man diesen Glauben nicht durch Argumente erschüttern kann? Nein, sagt Wittgenstein. Die Unterscheidung von rational und irrational gehört in ein ganz anderes Sprachspiel rein, also zum Beispiel das Spiel Wissenschaft betreiben. Ich kann diese Frage innerhalb des Spiels religiöse Sprache gar nicht sinnvoll stellen. Das ist so in etwa, wie wenn Sie sich fragen, ob das Handspiel im Golf ein Foul ist oder nicht. Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Es ist weder richtig mit Ja noch mit Nein zu antworten. Das Einzige, was Sie tun können, wenn Ihnen jemand tatsächlich diese Frage stellt, ist zu sagen: Hör mal, ich glaube, du weißt nicht, wie man Golf spielt. Das Einzige, was Sie hier machen können, ist zu erklären, wie die Regeln des Spiels sind. Und zu erklären, dass es im Golf keine Fouls geben kann und auch kein Handspiel.
Wenn das einmal geklärt ist, dann löst sich die Frage auf. Dann ist klar, dass man diese Frage nicht beantworten kann und dann ist auch klar, dass man diese Frage eigentlich gar nicht sinnvoll stellen kann. Sie muss nicht beantwortet werden, sie löst sich auf in dem Moment, wo wir erkannt haben, dass wir uns im falschen Sprachspiel befinden. Man kann religiösen Aussagen von außen also eigentlich gar nicht widersprechen, weil es keine gemeinsame Basis für einen solchen Widerspruch gibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie und ich, wir beide diskutieren über die Frage, was ist eigentlich der Plural von Band? Ist es jetzt Bände oder ist es Bänder? Sie sagen, der Plural muss Bände heißen, ich sage, der Plural muss Bänder heißen und wir diskutieren so eine Weile hin und her, bis uns plötzlich auffällt, Moment mal, wir reden ja gar nicht über dieselbe Sache. Sie reden von dem Band als einem Buchband und da ist der Plural natürlich die Bände. Ich rede von dem Band als einem Stück Schnur, mit dem man etwas zusammenbinden kann und da ist natürlich der Plural Bänder. Niemand von uns hatte recht. Eigentlich gab es auch keinen Disput zwischen uns, sondern es war vielmehr so, dass wir einfach aneinander vorbeigeredet haben, weil wir unterschiedliche Bedeutungen im Kopf hatten. Der Widerspruch löst sich also ganz einfach auf. Und genau dasselbe passiert, wenn wir versuchen, über religiöse Sprache zu diskutieren. Wittgenstein formuliert das in seinen Vorlesungen so. Er schreibt, wenn jemand an das jüngste Gericht glaubt und ich nicht, heißt das, dass ich das Gegenteil dessen glaube, was er glaubt, nämlich, dass es etwas nicht geben wird? Ich würde sagen, ganz und gar nicht. Oder nicht in jedem Fall. Angenommen, ich sage, dass mein Leib verfaulen wird und jemand anderes sagt, nein, die Teile werden sich in 1000 Jahren wieder zusammenfügen und du wirst auferstehen. Wenn man mich fragte, Wittgenstein, glaubst du das? Würde ich sagen, nein. Widersprichst du ihm? Ich würde sagen, nein. Weder glauben noch widersprechen. Warum denn das? Naja, weil es keine gemeinsame Basis für Zustimmung oder Widerspruch gibt. Der eine spielt ein ganz anderes Spiel als der andere. Und wenn man bei dem Spiel nicht mitspielt, kann man nicht zustimmen oder widersprechen. In gewisser Weise müsste man eigentlich sagen, dass gläubige Menschen und Atheistinnen und Atheisten sich gar nicht gegenseitig verstehen können. Die Atheisten haben niemals gelernt, dieses Spiel zu spielen, das die religiösen Menschen spielen. Sie haben niemals gelernt, wie die Worte Gott und Glauben und so weiter wirklich funktionieren, müsste man mit Wittgenstein sagen. Das heißt jetzt nicht, dass diese Worte bedeutungslos sind, das nicht. Aber ihre Bedeutung kann nur innerhalb des Sprachspiels festgelegt werden. Es kann also in dem Sinne schon Widersprüche zwischen religiösen Sätzen geben, aber nur innerhalb einer Religion selbst, nicht von außen. Religiöse Aussagen können miteinander in Widerspruch geraten, aber nicht mit zum Beispiel wissenschaftlichen oder historischen Aussagen. Und auch innerhalb der Religion kann natürlich eine religiöse Aussage begründet werden, nur nicht durch irgendwas, was jenseits des religiösen Sprachspiels liegt. Das Sprachspiel selbst hingegen, das kann nicht begründet werden. Entweder ich spiele mit oder nicht. Und das war's. Ist jetzt der Wittgensteinianismus eine überzeugende Bedeutungstheorie religiöser Sprache? Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben einige Leute das geglaubt und mit großer Vehemenz teilweise verteidigt. Aber auch hier gibt es gravierende Probleme. Und insgesamt zwei Einwände will ich hervorheben. Das eine ist die Sache mit dem Relativismus. Muss nicht ein solcher Wittgensteinianismus automatisch in einen absurden Relativismus münden? Relativismus bedeutet ganz einfach, dass bestimmte Begriffe nur relativ zu einem bestimmten Bereich Bedeutung haben. Simples Beispiel, rechts und links. Wir sitzen uns im Seminarraum gegenüber und ich sage, die Tür im Seminarraum ist links und Sie sagen, nein, die Tür im Seminarraum ist rechts. Wer von uns beiden hat jetzt recht? Wer sagt, wo die Tür wirklich ist? Naja, niemand, ganz einfach deswegen, weil die Begriffe rechts und links immer an eine bestimmte Perspektive gebunden sind. Die Tür ist nicht in Wirklichkeit rechts oder in Wirklichkeit links, sondern die Tür ist nur links relativ zu meiner Perspektive oder rechts relativ zu ihrer Perspektive. Es gibt keinen wirklichen Ort der Tür, also zumindest nicht einen, den man mit rechts oder links beschreiben könnte. Laut dem Wittgensteinianismus gilt das jetzt aber nicht nur für Begriffe wie rechts und links, sondern eben auch für Begriffe wie Wahrheit. Wahrheit könnte es immer nur relativ zu einem bestimmten Sprachspiel geben, also Wahrheit in der Politik, Wahrheit in der Wissenschaft, Wahrheit in der Religion und so weiter und so fort. Aber würde sich nicht ein solcher Wahrheitsrelativismus selbst widersprechen?
Denn wenn ich behaupte, Wahrheit gibt es immer nur relativ zu einem bestimmten Sprachspiel, wie ist denn dann dieser Satz wahr? Relativ zu welchem Sprachspiel wäre er wahr? Ich möchte ihn ja doch mit einer absoluten Wahrheit behaupten. Ich möchte behaupten, dass das für alle Sprachspiele gilt. Aber die Aussage, dass dieser Satz über alle Sprachspiele hinweg wahr ist, widerspricht ja dem Inhalt der Aussage, dass Wahrheit immer an ein bestimmtes Sprachspiel gebunden ist. Also, ein Wahrheitsrelativismus ist inkonsistent, er ist paradox und widerspricht sich selbst. Und überhaupt, kann man religiöse Sprachspiele so klar von anderen Sprachspielen unterscheiden? Kann man da wirklich durch die Sprache durch so klare, eindeutige Grenzen ziehen? Was ist mit einem Satz wie Paulus hatte auf dem Weg nach Damaskus eine Vision von Christus? Ist das jetzt ein historischer Satz oder ist das ein religiöser Satz? Wie kann ich denn die beiden sinnvoll voneinander unterscheiden? Und woher weiß ich, welche Regeln jetzt für diesen Satz gelten, wenn ich das nicht kann? Darauf scheint es schwer, eine Antwort zu finden. Das andere große Problem, das der Wittgensteinianismus hat, ist, religiöse Sprache wird hermetisch. Das heißt, sie wird nur noch von innen verstehbar, von den Eingeweihten sozusagen. Und sie immunisiert sich vollständig gegen jedwede Kritik von außen. Wir können von außen quasi nicht mehr eindringen in diesen geschlossenen Kreis der religiösen Sprache. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, jetzt nicht Religion, sondern etwas anderes, die Astrologie. Astrologie hat ja auch ihre eigenen Regeln. Das astrologische Sprachspiel wird von Eingeweihten nach bestimmten Regeln gespielt und innerhalb der Astrologie gibt es auch Regeln dafür, welche Aussagen akzeptabel sind und welche nicht akzeptabel sind. Bloß könnten wir laut dem Wittgensteinianismus überhaupt noch von außen an die Astrologie rantreten und sagen, das ist Unsinn? Eigentlich ja nicht. Wenn wir aus wissenschaftlicher Perspektive die Astrologie kritisieren und sagen, das ist absurd und irrational, dann spielen wir ein anderes Spiel. Wir spielen das Wissenschaftsspiel. Aber die Astrologen spielen ihr Astrologiespiel. Das heißt, wir könnten eigentlich gar nicht sagen, dass das Unfug ist, weil wir etwas anderes machen. Auf die Religion angewandt würde das bedeuten, die gläubigen und die nichtgläubigen Menschen könnten einander gar nicht verstehen. Sprachlosigkeit und vollkommenes Unverständnis gegeneinander wären die Konsequenz. Aber im Alltag sieht das natürlich ganz anders aus. Wir wissen aus dem Alltag, wir wissen aus Diskussionen vielleicht mit unseren Freunden oder aus den Medien, dass es möglich ist, über religiöse Überzeugungen zu diskutieren. Wir wissen, dass Atheistinnen und gläubige Menschen sinnvoll miteinander über die Wahrheit und Falschheit ihrer jeweiligen Überzeugungen reden können. Also, wie ist denn das bitte zu erklären, wenn der Wittgensteinianismus recht hat und es solche unüberwindlichen Mauern zwischen den verschiedenen Sprachspielen gibt? Eigentlich gar nicht. Nun, Konsequenz ist, religiöse Sprache scheint so, wie es Nonkognitivismus und Wittgensteinianismus beschreiben, eigentlich nicht verstehbar zu sein. Vielleicht haben wir hier ja zu groß gedacht. Vielleicht brauchen wir gar keine eigene Bedeutungstheorie für die Gesamtheit religiöser Sprache. Vielleicht reicht es ja schon, wenn wir uns im Detail die Besonderheiten religiöser Sprache anschauen, die sie von anderen Sprachphänomenen unterscheidet. Und das ist das, was wir dann beim nächsten Mal machen müssen.